Lust auf eine neue Motivtorte, die auf jeden Fall auf eurer Kaffeetafel für einen Wow-Effekt sorgt und auch noch anfängerfreundlich ist? Wie klingt das für euch? Dann bleibt jetzt einfach dran. Ich freue mich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Und für alle, die ganz neu auf meinem Kanal sind, die vielleicht noch überhaupt kein Video von mir gesehen haben, ich bin Nicole, ich bin Ehefrau, ich bin Mutter und leidenschaftliche Backfanatikerin. Mein Kanal Nicoles Zuckerwerk feiert im Laufe dieses Jahres schon 5-jähriges Jubiläum und mittlerweile habt ihr eine Auswahl von über 400 Videos. Wahnsinn, Wahnsinn, wie die Zeit verfliegt. Das hätte ich mir vor 5 Jahren oder knapp 5 Jahren noch nicht gedacht, dass ich mal über 400 Videos hier für meinen Kanal drehen werde. Heute gibt es eine Motivtorte, die absolut anfängerfreundlich ist. Also für alle, die wenig Erfahrung mit Fondant haben, traut euch hier einmal dran. Sie ist wirklich, wirklich gar nicht schwer in der Herstellung. Schaut euch auf jeden Fall mein Video an und ihr findet auch die Rezepte alle nochmal zum Nachlesen. Aber das verlinke ich euch am Ende des Videos. Bevor wir mit dem Video starten, für alle, die es nicht schon längst getan haben, abonniert doch meinen Kanal. Abonnieren ist absolut kostenfrei und aktiviert die kleine Glocke neben den Abonnieren-Button, denn so bekommt ihr eine kurze Benachrichtigung, wenn auf meinem Kanal wieder ein Video online gegangen ist. Denn mindestens einmal in der Woche, auf jeden Fall montags, beglücke ich euch in eurer Abo-Box mit einem neuen Video von mir. Es gibt Torten, es gibt Kuchen, Brot, Brötchen, Basics, Motivtorten, alles das, was euer Bäckerherz begehrt. Wir starten mit dem Cakeboard. Das Cakeboard, auf dem die Torte präsentiert wird. Ich empfehle, es auf jeden Fall einige Tage zuvor zuzubereiten, herzustellen, denn A, habt ihr an dem Tag, an dem ihr die Motivtorte herstellt, diesen Stressfaktor schon einmal weg und vor allem braucht das Cakeboard einen Moment zum Trocknen, einige Stunden zum Aushärten und wenn ihr das ein paar Tage vorher macht, dann ist es auf jeden Fall, dann ist der Fondant auf jeden Fall gut ausgehärtet und ihr könnt letztendlich eure Torte darauf präsentieren. Für das Cakeboard habe ich mir einige Sachen vorbereitet. Einmal eine Papierschablone. Die brauchen wir jetzt für das Cakeboard noch nicht. Die ist nachher zum Zurechtschneiden für den Kuchen. Diese Papierschablone hat an den langen Seiten eine Länge von 24 cm und an der kurzen Seite 18 cm. Um die Torte aufzustapeln, um die Torte bewegen zu können, habe ich mir aber ein dreieckiges Cakeboard zugeschnitten. Dieses ist eine Kaperplatte, eine Leichtschaumplatte, die ich im Architekturbedarf kaufe und mit einem Bastelskalpell auf die richtige Größe immer wieder zurechtschneide. Dieses Cakeboard ist ein bisschen größer wie meine vorbereitete Papierschablone. Außerdem habe ich noch 2 runde Kaperplatten geschnitten. Ich muss gestehen, ich habe mir hier keinen Durchmesser ausgemessen. Ich habe sie so groß geschnitten, dass meine dreieckige Käsetorte auf jeden Fall darauf passt. Das obere Cakeboard hat eine Dicke von 10 mm, das untere hat eine Dicke von 5 mm und ist etwa 4 cm im Durchmesser größer. Zuallererst werden die beiden Cakeboard-Platten mit einem Kleber, doppelseitigen Klebeband, Heißkleber, das was ihr zu Hause habt, aufeinander geklebt. Dieses lasse ich nun zuallererst trocknen und anschließend modelliere ich den Rand. Hierzu nehme ich ein Restfondant, den ich noch übrig hatte. Der war von meiner Harry Potter Buchtorte, die ich euch jetzt hier oben in der Infocard verlinke. Und dieses Stück Fondant habe ich mit CMC verknetet. CMC ist ein Bindemittel und bezweckt, dass Fondant schneller und stabiler aushärtet. Den Fondant rolle ich zu einer langen Schlange und klebe ihn nun außen mit essbarem Zuckerkleber auf das Cakeboard.
Das muss auch nicht ganz so super ordentlich sein, denn das komplette Cakeboard wird nun mit braunem Fondant eingedeckt. Ich habe hier verschiedene Brauntöne, die ich einfach dafür jetzt noch verwendet habe. Diese knete ich ineinander, gebe nun noch etwas schwarzen Fondant dazu. Auch hier habe ich übrigens CMC-Pulver mit hineingeknetet. Und den schwarzen Fondant, den knete ich nicht ganz ordentlich hinein, denn das Cakeboard wird nämlich in der Optik eines Holzbrettes gefertigt und sollte auf jeden Fall ein wenig Maserung, ein bisschen Struktur haben. Und deswegen habe ich den schwarzen Fondant nicht ordentlich verknetet. Den Fondant rolle ich auf etwas Speisestärke groß genug aus und klebe ihn schließlich mit essbarem Zuckerkleber auf den Kaperplatten fest. An den Rand bis unten hin gebe ich auch noch etwas Zuckerkleber. Drücke den Fondant an. Forme das Ganze mit meinen Fingern und mit meinem Fondantkletter. Nehme den Überschuss mit einem Marzipanmesser weg. Klette mein in Anführungsstriche Holzbrett mit einem Fondantkletter und mit meinen Fingern. Und wenn ich damit zufrieden bin, nehme ich ein spitzes Modelliertool und strukturiere das Ganze so, dass es auch aussieht wie ein Holzbrett. Mit ein wenig brauner und schwarzer Lebensmittelfarbe wird das Brett noch abgepudert und schließlich auf die Seite zum Trocknen gestellt. Für den Kuchen habe ich das Wunderkuchenrezept verwendet. Wer das Wunderkuchenrezept noch nicht kennt, schaut bitte mal hier oben in der Infocard, da verlinke ich euch das Video hinein. Diesen Wunderkuchen habe ich in der anderthalbfachen Menge zubereitet und habe ihn schon einen Tag zuvor gebacken, denn am nächsten Tag lassen sich Kuchen, gerade für Motivtorten, nämlich viel leichter und vor allem auch krümelfreier weiterverarbeiten. Mein Wunderkuchen, wie schon gesagt, habe ich am Tag zuvor gebacken. Den gebackenen, gewölbten Deckel habe ich schon weggeschnitten und ich habe den Teig, als ich ihn angerührt habe, mit gelber Lebensmittelfarbe eingefärbt. Den Teig habe ich schließlich in einen rechteckigen, verstellbaren Backrahmen gegeben, den ich auf 38 x 24 cm ausgezogen habe. Gefüllt wird die Torte mit selbst hergestellten Lemon Curd. Das Rezept dazu verlinke ich euch jetzt hier oben in der Infocard und mit der italienischen Meringbuttercreme. Diese habe ich mit dem Lemon Curd aromatisiert und ebenso mit ein klein wenig gelber Lebensmittelfarbe eingefärbt. Nun nehme ich mir die Papierschablone, die ich euch ganz zu Anfang gezeigt habe, und schneide aus meinem Kuchen drei Stücke heraus.
auf das geschnittene Cakeboard gebe ich nun etwas Buttercreme und hierauf das erste Kuchenstück. Durch die Buttercreme bleibt dieses Stück nun kleben und nun wird die Torte mit Lemon Curd und einer dünnen Schicht der Zitronenbuttercreme gefüllt. Das Ganze mache ich insgesamt zweimal, bis ich alle drei Kuchenstücke aufeinander gestapelt habe. Anschließend geht die Torte für eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Nach dieser ersten Kühlzeit wird die Torte mit einer dünnen Schicht Buttercreme eingestrichen. Das muss nicht ganz so ordentlich sein. Diese Schicht dient in erster Linie zur Krümelbindung. Anschließend sollte die Torte für etwa eine halbe Stunde noch einmal durchkühlen. Nach dieser zweiten Kühlzeit kommt eine weitere, eine dickere, eine ordentlichere Schicht Buttercreme obendrauf. Diese verteile ich erstmal komplett um die Torte und ziehe diese so gut wie es geht mit einer Teigkarte glatt. Anschließend, wenn ihr mit eurem Ergebnis zufrieden seid, kommt die Torte wieder in den Kühlschrank. Für die Käselöcher verwende ich einfach diesen Kugelausstecher, den ich in meiner Küche habe, und steche einfach wahllos hier verschieden große Löcher in meinen Käse hinein, die ich dann natürlich auch noch mit etwas Buttercreme auskleide und mit einem Teelöffelrücken so gut wie es geht glätte. Die Torte muss nun noch einmal in den Kühlschrank, aber in der Zwischenzeit könnt ihr euch um den Fondant kümmern. Ich habe hier 750 Gramm gelben Fondant, den ich weich knete und auf etwas Speisestärke groß genug ausrolle und schließlich die Torte damit eindecke. Zuerst kümmere ich mich hinten um die beiden Ecken. Ziehe den Fondant vorsichtig immer wieder von der Torte weg, so lange bis beide Ecken ordentlich eingedeckt sind. Anschließend kümmere ich mich um die drei Seiten, drücke den Fondant mit meinem Fondantkletter fest. Nehme den Überschuss mit einem Marzipanmesser weg und drücke den Fondant mit meinen Fingern, da wo die Löcher sind, ein, forme die Löcher schon einmal mit meinen Fingern aus. Achtet hier drauf, dass eure Fingernägel nicht ganz so lang sind, damit ihr euch keine Macken in den Fondant hineindrückt. Und die vordere Spitze drücke ich einfach zusammen und schneide sie mit einer sauberen Schere ab. Für die Deko bereite ich noch Käsescheiben zu. Dazu nehme ich den restlichen Fondant, verknete ihn mit etwas CMC-Pulver, rolle diesen gleichmäßig zwischen meinen 3 mm Ausrollhilfen aus, schneide hieraus Rechtecke und nehme nun verschieden runde Ausstecher, mit denen ich hier verschieden große Löcher hineinsteche. Anschließend klappe ich die Scheibe zusammen und zum Stabilisieren stecke ich noch ein Stück zusammengerolltes Küchenkrepp hinein und lasse die Käsescheiben
nun einige Stunden trocknen. Die Löcher selbst forme ich nochmal mit einem großen Balltool, drücke auch nochmal das ein oder andere kleinere Loch hinein und so ist meine Torte schon fertig und kann nun auf dem Cakeboard präsentiert werden. Dazu gebe ich etwas Buttercreme auf das Cakeboard, die hatte ich noch übrig gehabt. Nuss-Nougat-Creme oder vielleicht auch ein Stückchen Marzipan funktionieren hier auch super. Und anschließend dekoriere ich die Torte mit den vorbereiteten Käsescheiben und mit Schaumzuckermäuse. Ja, ich habe es mir diesmal einfach gemacht. Ich verwende hier die Schaumzuckermäuse aus dem Supermarkt, um es für euch auch einfach zu machen. Und zudem sind die Zuckermäuse auch super, super lecker. Alle Rezepte, die ich für diese Torte verwendet habe, findet ihr auf meinem Blog www.nicoleszuckerwerk.de. Dort findet ihr eine ganze große Auswahl an Rezepten. Und zu dieser Torte gibt es natürlich auch einen Blogpost, den ich euch jetzt hier oben in der Infocard verlinke. In diesem Blogpost könnt ihr für diese Käsetorte alles nochmal nachlesen, welche Rezepte ich verwendet habe und vor allem auch in welchen Mengen ich sie zubereitet habe. Also schaut auf jeden Fall dort einmal vorbei. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch mein Video gefallen hat, zeigt es mir auf jeden Fall mit einem Däumchen nach oben und seid bitte so lieb, teilt doch auch mein Video mit euren Freunden. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen und hinterlasst mir auf jeden Fall einen Kommentar. Wer noch nicht genügend Videos von mir gesehen hat, ich verlinke euch hier noch ein weiteres Video von mir und hier unten auf dem Foto könnt ihr mir ein kostenfreies Abo dalassen und dann verpasst ihr kein Video mehr. Ich wünsche euch nun noch einen wunderschönen Tag, einen wundervollen Start in die neue Woche und dann sehen wir uns ja vielleicht gleich in einem weiteren Video, ansonsten spätestens in meinem nächsten. Macht's gut, tschüss!